den Verboten und vor allen Dingen bei den Pflichten, dass man weiß, was für eine Belohnung hinter der Pflicht steckt. Wie zum Beispiel das Gebet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass Allah subhanahu wa ta'ala am Anfang 50 Gebete den Muslimen als Pflicht auferlegt hat. Kennt den Hadith? Als der Prophet in der Himmelsreise gewesen ist, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn 50 Gebete am Tag als Pflicht auferlegt. Dann, wie die Geschichte bekannt ist, ging der Prophet zu Musa. Dann hat er ihm gesagt, bitte Allah, dass er die Gebete weniger macht und so weiter, bis es 5 gewesen sind. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, es sind 5 Gebete im Wert von 50. Und wenn man so ein Hadith liest, dann gibt das einen Motivation und Ansporn, dass man wirklich die 5 Gebete einhält. Jetzt kommen wir zum Fasten. Das war jetzt ein Beispiel. Jetzt kommen wir zum Fasten. Es gibt einen Hadith, dort sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wer den Monat Ramadan aus Glauben heraus und Hoffnung für den Lohn heraus fastet, dem werden alle seine vergangenen Sünden vergeben. Alle kleinen vergangenen Sünden. Weil die große Sünde braucht Tauba. Aber im Allgemeinen, die kleinen Sünden sind nicht zu unterschätzen. Es sind viele. Man soll jetzt nicht denken, oh, das sind nur die kleinen Sünden. Was ist denn mit den Großsünden? Nein, die kleinen Sünden reichen schon. Sie sind sehr, sehr viele. Wir machen sie ununterbrochen. Deswegen, hier, der Prophet sagt, wer den Monat Ramadan vernünftig fastet, aus Iman heraus, aus Glauben heraus, und jemand, der fastet und weiß, wie die Regeln des Fasten sind, und den Lohn erhofft bei Allah. Er macht es nicht nur, weil alle es machen oder weil die Eltern sagen, mach es, sondern er macht es aus Hoffnung für den Lohn, für das Paradies. Seine Sünden, seine vergangenen Sünden werden ihm vergeben. Dann noch ein Hadith von Abu Huraira überliefert. Hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass Allah sagt, Hadith Qudsi, ein Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam direkt von Allah spricht, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah direkt zitiert. Und so ein Hadith wird als heiliger Hadith genannt. Hadith Qudsi. Und die Hadith Al-Qudsiyah, also diese heiligen Hadith, sind besonders. Jetzt, in Bezug auf den Fasten, zeigt uns dies, dass das Fasten besonders ist. Weil das Fasten wurde im Koran erwähnt und im heiligen Hadith. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier? Er sagt, Kullu amal ibn Adam lah. Alle Taten, die der Sohn Adams macht, alle guten Taten, Pflichten, freiwillige Taten, gehören ihm. Das heißt, die Belohnung dieser Taten sind bekannt. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Illa siyam, außer das Fasten. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Das Fasten gehört mir, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, es ist eine besondere Tat. Das Fasten ist eine besondere Tat. Er sagt, das Fasten gehört mir und ich belohne das Fasten so, wie ich will. Hier, aufgepasst, hier sagen die Gelehrten, dass der Lohn hinter dem Fasten nicht bekannt ist, außer bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dann wiederum sagen sie, der Lohn für das Fasten ist unbegrenzt. Habt ihr gehört? Nochmal. Sie sagen einmal, der Lohn für das Fasten ist nicht bekannt. Nur Allah kennt den Lohn fürs Fasten. Die Belohnung für das Fasten. Dann sagen sie wiederum, die Belohnung für das Fasten ist unbegrenzt. Also eine Tat, die gewaltig ist. Eine Tat, die, subhanallah, besonders ist. Dann sagt der Prophet weiter, was-siyamu junnah. Und das Fasten ist ein Schutz vor dem Satan, vor den Krankheiten des Herzens, vor den Krankheiten der Seele, vor den Krankheiten des Körpers. Heute die Medizin, was sagt die Medizin heute? Das Fasten ist
gesund. Für den Körper, für den Geist und so weiter. Vor allen Dingen für den Körper. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was-siyamu junnah. Das Fasten ist ein Schutz vor den Sünden, vor dem Scheitan, vor dem Übel. Und dann sagt der Prophet sallallahu weiter, und das gehört zu den Regeln, das werden wir nächste Woche besprechen, zu den Regeln des Fasten gehört einiges. Hier sagt er, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ. Wenn jemand von euch fastet, dann soll er keine schlimmen Wörter benutzen. وَلَا يَسْخَبْ. Und er soll nicht schreien, streiten, Probleme machen. وَلَا يَجْهَلْ. Und er soll sich nicht unwissend verhalten. Ja, so, ja, zum Beispiel, wenn man fastet, soll man vernünftig sein. Nicht irgendwelche blöden Sprüche machen, blöden Späße machen oder so. Oder den Leuten auf die Nerven gehen, die Leute anschreien, anpöbeln und so weiter. Das soll man unterlassen. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter: فَإِنْ شَاتَمُوا أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ. Und wenn jemand dich als Fastenden ärgert, dich provoziert, dich herausfordert, dich anmacht, was sollst du machen? Du sollst sagen, ich bin ein Fastender. Ich bin am Fasten in Nisa'im. Hier sagen die Gelehrten, entweder sagst du es laut, wenn derjenige vor dir ein Muslim ist, der dich versteht, wenn du es auf Arabisch sagst oder wenn du es auf Deutsch sagst, versteht er, was hier gemeint ist. Wenn es aber kein Muslim ist, ein Nicht-Muslim ist, der dich gar nicht versteht, dann sollst du es nur für dich selber sagen. Oder wenn du Angst hast, dass irgendein Problem dadurch entsteht, du sagst in Nisa'im, dann sagt er, ja, was denkst du denn? Bist du jetzt Hodja geworden? Bist du jetzt so und so und so? Meinst du, ich faste nicht? Oder? Ja, es gibt halt Leute, die fühlen sich provoziert, wenn man sich islamisch verhält. Ist so. Es gibt Leute, die fühlen sich provoziert, wenn man betet, wenn man fastet, wenn man sagt, ja, was denkst du? Bist du im Paradies oder was? Ist, Mann, ich hab dir nichts getan, ich hab dir nichts gesagt. Deswegen soll man das halt in so einer Situation für sich selber sagen. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ. Bei dem, in dessen Hand meine Seele, die Seele von Muhammad ist. Das heißt Allah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam schwört hier bei Allah. لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Er sagt, der Mundgeruch vom Fastenden ist bei Allah am jüngsten Tag besser als Moschus. Hier bei uns in der Dunya, wenn jemand fastet und Mundgeruch hat, dann will man am besten Abstand nehmen. Ne? Das ist normal. Weil die Gelehrten sagen hier, damals schon, haben die Gelehrten gesagt, dieser Mundgeruch entsteht durch den Magen. Weil der Magen ja, keine Nahrung hat und so weiter, entsteht dieser Mundgeruch durch den Magen, weil der Magen leer ist. Und es ist so, es ist ein Geruch, der nicht gerade schön ist, ja, bei dem anderen stärker, bei dem anderen ja, schwächer. Aber der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt hier, dass dieser Mundgeruch bei Allah am jüngsten Tag besser ist als Moschus. Und deswegen die Brüder und Schwestern, die versuchen, ja, die ganze Zeit Zähne zu putzen oder keine Ahnung, ja, totaler Schwachsinn. Totaler Schwachsinn. Das ist normal, das gehört dazu. Genau wie, ja, boah, ich hab Hunger, boah, ja, müssen dieses Jahr müssen wir wieder so lange fasten. Ja, und das gehört dazu. Was erwartet man, dass man irgendwie so sich ein bisschen hinlegt und dann ist schon Maghrib oder was? Nee, man muss doch ein bisschen leiden, man muss doch ein bisschen was tun für das Paradies. Weil hier ist die Rede vom Paradies, hier ist die Rede von der Belohnung. Hier, und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Fastende hat zwei Freuden, die er bekommt. Einmal, wenn er das Fasten bricht, ja, so eine Freude, die man hat, ja, wenn man total hungrig gewesen ist, durstig, und dann bricht man das Fasten, ist eine Freude, die bekannt ist. Und dann sagt der Prophet sallallahu weiter, und die Freude, die er nochmal bekommt, ist die Freude, wenn er seinem Herrn begegnet und sein Fasten sieht. Das heißt, man sieht die Belohnung des Fastens und man freut sich dann am nächsten Tag bei Allah. Dann noch ein Hadith. Hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Paradies, sagt er wahrlich, im Paradies gibt es eine Tür. Sie heißt Ar-Rayyan. Und durch diese Tür, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, gehen die Fastenden durch am jüngsten Tag.
Und keiner kommt dadurch, außer derjenige, der gefastet hat. Und es wird gesagt, wo sind die Fastenden? Dann stehen die Fastenden auf und kein anderer. Und wenn sie dann durch diese Tür hineingehen, wird diese Tür geschlossen und keiner kann dort hineingehen. Das heißt, die Fastenden werden am jüngsten Tag besonders behandelt von Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt eine extra Tür für diese Leute. Dann, wer nicht fastet, es gibt leider viele Muslime, die nicht fasten. Zu diesen Muslimen möchte ich sagen, dass die Gelehrten gesagt haben, wie Imam Dhahabi rahimahullah bei Fiqh al-Sunnah berichtet und überliefert, er sagt, wer nicht fastet und keinen Grund dafür hat, wie zum Beispiel Krankheit oder Reise oder, ist schlimmer als jemand, der Unzucht betreibt und schlimmer als der Alkoholiker. Und er sagte weiter, und manche Gelehrte zweifeln an dem Islam von so einem Menschen. Jemand, der nicht fastet. Klar, wenn er nicht fastet, dann betet er auch nicht. Ja? Aber sie sagen, jemand, der nicht fastet, gar nicht fastet, er ist schlimmer als jemand, der Unzucht betreibt, schlimmer als ein Alkoholiker, und einige Gelehrte haben bei so einem Menschen an seinem Islam gezweifelt. Haben gesagt, Allahu a'lam, ob der überhaupt noch Muslim ist. Fragen am Ende, ja? Haben gesagt, Allah weiß, ob dieserjenige Muslim ist oder nicht. Das heißt, sie haben damit gerechnet, dass jemand, so einer gar kein Muslim ist. Deswegen ist es gefährlich. Es ist sehr, sehr gefährlich, nicht zu fasten. Dann, ab wann ist Ramadan? Wann muss man fasten? Sehr wichtig, weil es gibt so viele Diskussionen, so viele Streitereien, immer wieder, jedes Jahr, über das Thema, wann ist Ramadan? Bei den Streitigkeiten hat uns Allah subhanahu wa ta'ala beigebracht, dass wir zu Quran und Sunnah zurückkehren. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Er sagt, wenn ihr in einer Sache streitig seid, dann bringt diese Sache, worin ihr Streit habt, zu Allah und seinen Gesandten. Zu Allah und dem Gesandten. Also Quran und Sunnah. Wenn ihr an Allah und den nächsten Tag glaubt, wenn ihr Muslime seid. Jetzt schauen wir. Allah subhanahu wa ta'ala, was sagte er? فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Er sagte, wer von euch den Mond sieht, der soll fasten. Das heißt, ab wann ist Ramadan? Ramadan? Nach Mondsichtung. Das heißt, nach der Mondsichtung. Ja? Nicht nach irgendwelchen Kalendern oder so. Weil diese Kalender, seit wann gibt es die? 20 Jahre? 30 Jahre? Selbst die Moscheen und die islamischen Zentren, die das heute so stark verbreiten und sagen, nee, mach nach Kalender und so weiter, die haben selber nach der Mondsichtung gefastet, vor 20 Jahren. Wie zum Beispiel bei uns in Aachen, Islamisches Zentrum Aachen, Bilal Moschee. Ich habe irgendwann mal Brüder gefragt, also ältere Brüder, die halt die Bilal Moschee sehr lange kennen, die auch dort aktiv waren und so weiter. Und hab sie gefragt, Brüder, bitte erzählt mir, hat dieses Islamische Zentrum jetzt früher, haben die auch nach dem Kalender gefastet oder? Und sagte, ne, die haben nach der Mondsichtung gefastet. Ja, was ist denn passiert? Ja, sagt er, irgendwann mal, ne, kam dann die Meinung, ja, wir müssen nach dem Kalender gehen und seitdem ist es Regel. Und die meisten Muslime auf dieser Erde fasten nach der Mondsichtung. Und die meisten Länder, bis auf 1, 2, 3, 4, 5 Länder, die meisten der muslimischen Länder fasten nach der Mondsichtung. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch, Somu li ru'yati. Fastet, wenn ihr den Mond seht. Wa aftiru li ru'yati. Und bricht das Fasten, das heißt, macht den Bayram, also das Zuckerfest, das Fest nach dem Ramadan, macht es erst dann, wenn ihr den Mond seht. Genauso hier. Wann ist Bayram? Immer die Frage, wann ist Bayram? Wann ist? Erst wenn der Mond gesichtet wird. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, fa in rummi alaikum
Aschar fa'uddu 30. Aber wenn ihr den Mond nicht sehen könnt aufgrund von Wolken, dann zählt einfach 30 Tage. Jetzt für uns Muslime hier in Deutschland, was bedeutet das? Ganz einfach. Die ersten Länder, die bekannt geben, dass sie den Mond gesehen haben und das verkünden, das ist dann für uns das Zeichen, dass der Monat Ramadan angefangen hat. Nochmal, wenn wir hören, dass das Land so und so, das Land so und so, muslimische Länder, dass sie sagen, wir haben den Mond gesehen, dann ist für uns klar, okay, jetzt ist Monat Ramadan, in dem und dem Datum. Kann sein, dass sie sagen, wir haben den Mond nicht gesehen aufgrund von Wolken und so weiter. Dann wird der Monat, ja, vor Ramadan, ja, Sha'ban, wird dann 30 Tage gezählt und dann ist der erste Tag sozusagen von Ramadan nach dem 30. Sha'ban. Auf jeden Fall wissen wir Bescheid. Ja, wie gesagt, WhatsApp, Facebook und so weiter, irgendwann mal wird dann bekannt gegeben, okay, an dem und dem Datum ist Ramadan und dann fasten wir auch an dem Tag. Okay. Dann die Frage, wer muss fasten? Auch nochmal, ja, zum Mitschreiben. Für wen ist es Pflicht zu fasten? Hier müssen wir sagen, es ist nicht für jeden Pflicht zu fasten, von den Muslimen und von den Menschen. Der Kafir zum Beispiel ist hier nicht gefragt. Genauso der Kranke und so weiter. Das heißt, die Gelehrten sind sich einig, dass das Fasten Pflicht ist für den Muslim, der Verstand besitzt, der die Pubertät erreicht hat und der gesund ist und der sesshaft ist. Also nochmal, für wen ist es Pflicht? Für den Muslim, der Verstand besitzt und nicht verrückt ist, geistig vom Verstand her. Und für den, der die Pubertät erreicht hat. Für die Kinder ist es keine Pflicht, aber sie können trotzdem fasten. Ja, die Kinder können trotzdem fasten. Die Gelehrten sagen auch hier, dass man sie dazu anspornen soll. Okay, weil die Sahabe das genauso gemacht haben. Sie haben ihre Kinder vor der Pubertät dazu angespornt, zu fasten. Dann der Gesunde. Das heißt, derjenige, der krank ist, entweder ist er an einem Tag krank oder zwei oder drei oder chronisch krank. Für ihn ist es auch nicht Pflicht zu fasten, genauso für den Alten und Schwachen. Für die Alten und Schwachen ist es genauso keine Pflicht. Und genauso ist es Pflicht für denjenigen, der zu Hause ist, der nicht auf einer Reise ist, weil derjenige, der auf der Reise ist, für den ist es auch keine Pflicht zu fasten. Und bei den Frauen, aufgepasst, gibt es nochmal eine Zusatzregel. Und zwar müssen sie rein sein von der Monatsblutung und vom Wochenbett. Eine Frau, die die Monatsblutung hat, darf nicht fasten. Eine Frau, die das Wochenbett hat, darf nicht fasten. Das heißt, für diese Menschen ist es keine Pflicht. Und für denjenigen, der auf Reise ist, damit es auch manche erstmal wirklich mal kapieren. Es gibt viele, die sagen, ich bin auf Reise, aber wie, ne, ich faste trotzdem und so weiter. Es ist eine Vereinfachung, es ist eine Regel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Also, wer krank ist oder auf einer Reise ist im Monat Ramadan, er soll ein paar andere Tage fasten. Das heißt, er darf das Fasten brechen. Okay? Aber eine andere Frage, was ist denn, wenn der Kranke fastet? Was ist, wenn der Reisende fastet? Ist es erlaubt? Es ist erlaubt. Aber unter einer Voraussetzung, dass es keine Probleme macht. Okay? Du bist auf einer Reise. Wir sagen jetzt mal, du fährst jetzt von hier aus nach Berlin, nach München, nach Frankreich, Spanien, keine Ahnung. Du bist auf einer Reise, okay? Jetzt ist die Frage, würdest du das hinbekommen zu fasten? Ist es für dich kein Problem? Dann sagt man, okay, faste. Aber du sagst, aber in einer anderen Stelle sagst du mir, nee, Bruder, es ist problematisch für mich, ich bin schwach und so weiter. Dann sagt man, nee, am besten brichst du das Fasten. Also das heißt, es kommt darauf an, wie du das handelst. Okay, wenn das zu schwer für dich ist, dann brichst du das Fasten, isst du und trinkst du. Wenn es aber zu schwer ist, dann
dann was? Wenn es nicht so schwer ist, dann kannst du trotzdem fasten. Genauso bei einem Schwachen. Es gibt viele, leider viele ältere Brüder, ne, der hat voll die Probleme beim Fasten und sagt trotzdem, ich faste. Sag mal, Bruder, Allah, dick. Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherziger zu dir als du, zu dir selber. Barmherziger zu dir als deine Mutter zu dir. Deswegen sei, nimm diese Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah legt keiner Seele das auf, was sie nicht zu leisten vermag. Deswegen, wenn man merkt, man hat Probleme, auch wenn man krank ist. Es gibt Brüder, die sind krank. Richtig krank und sagt, nein, ich faste trotzdem, nein. Ach, subhanallah. Nimm diese Vereinfachung von Allah subhanahu wa ta'ala. Du machst dich kaputt, subhanallah. Manche Gelehrte sind sogar so weit gegangen, und das ist auch erlaubt, das ist ganz klar. Sie haben gesagt, wenn jemand zum Beispiel auf einer Arbeit ist, wo er Kraft benötigt, wie zum Beispiel ein Chirurg, ja, und er sagt, ich muss essen und trinken, sonst kann ich nicht operieren. Dann sagt man ihm, brich dein Fasten und hol diesen Tag nach. Warum? Weil er rettet hier Menschenleben. Genauso, wenn jemand einen Menschen sieht, der gerade am Ertrinken ist und er fastet. Was soll er machen? Soll er sagen, nee, ich bin am Fasten, der soll ertrinken. Fasten ist wichtiger. Gibt es manche Menschen, die so wirklich so denken, ja, die wirklich hart sein wollen. Nein, du rettest ihn, auch wenn du dein Fasten brichst. Und die Gelehrten sagen, nein, er soll essen und trinken, damit er ein bisschen Kraft hat und dann reingehen und denjenigen dann retten, bevor er ertrinkt. Weil hier ist eine Notsituation. Deswegen ist es immer wichtig, meine lieben Geschwister, dass wir den Islam nicht einfach so als einen Block sehen. Einfach so als eine Sache sehen. Der Islam ist vielfältig. Der Islam ist vielfältig. Er ist fest von seinen Fundamenten, klar. Keiner kann den Islam irgendwie so verändern oder so. Aber der Islam ist von seiner Struktur her, von seiner fest. Abdullah, kannst du bitte das Fenster zumachen? Bitte, Barakallahu fik. Okay, das heißt, wenn man fastet, ja, und man fühlt sich nicht gut, also man ist krank, der Alte und Schwache, da ist so ein Griff. Dazwischen, hier. Da ganz, ja, genau, einfach hoch. Okay? Nach oben. Okay, Barakallahu fik. Also, das heißt, wenn man fastet und man ist krank. Wenn man fastet, man ist alt. Man fühlt sich schwach, man hat Probleme dabei, dann soll man das Fasten brechen. Gut. Und es gibt auch Beweise hier. Zum Beispiel, die Sahaba waren auf der Schlacht gewesen. Und manche von ihnen haben gefastet, manche nicht. Das heißt, sie waren auf einer Reise. Weder hat derjenige, der gefastet hat, denjenigen, der sein Fasten gebrochen hat, getadelt, noch andersrum. Nicht wie heute. Ja, man ist auf dem Weg und dann isst man und sagt, oh, guck mal, der ist nicht am Fasten, was ist mit dem? Lass ihn in Ruhe, der ist auf einer Reise. Er tadelt dich auch nicht, wenn du auf der Reise bist und trotzdem isst und trinkt, trotzdem fastest. Das heißt, man soll hier ja, locker sein und den anderen akzeptieren. Was die Frauen angeht, die in der Monatsblutung sind oder die das Wochenbett haben, hier genauso gibt es auch Beweise, dass sie das Fasten unterlassen sollen, dass gar keine Pflicht für sie ist. Im Gegenteil, es ist verboten für sie zu fasten. Hier sagt zum Beispiel der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er in einem Gespräch gewesen ist, sagte er zu den Frauen, ist es nicht so, dass die Frau, ja, wenn sie die Monatsblutung hat, nicht betet und nicht fastet? Das heißt, es ist ein Beweis dafür, dass sie nicht fasten und auch nicht beten, wenn sie die Monatsblutung hat. Und Aisha radiallahu anha hat auch gesagt, wir haben die Monatsblutung gehabt in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. So wurde uns befohlen, das Fasten nachzuholen. Ja? Und es wurde uns nicht befohlen, das Gebet nachzuholen. Jetzt, was sollen denn die Alten, Schwachen und die chronisch Kranken machen? Weil für sie ist das Fasten nicht Pflicht. Aber was müssen sie stattdessen machen? Müssen sie das Fasten nachholen? Oder was müssen sie machen? Natürlich müssen sie das Fasten nicht nachholen. Aber es ist so, dass wenn jemand chronisch krank ist, eine chronische Krankheit hat, er muss Medikamente nehmen, Medizin nehmen, er ist schwach, genauso der Alte, dann müssen sie für jeden Tag des Ramadan einen Armen speisen. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ. Diejenigen, die schwach sind,
alt sind, chronisch krank sind, sie sollen den Armen speisen. Damit ist gemeint, dass sie für jeden Tag im Monat Ramadan einen Arm speisen, das heißt 30 Arme. Okay? Entweder macht man das so, also entweder nimmt man 30 Arme auf einmal, 30 arme Menschen, und man gibt ihnen Essen, so wie Anas radiallahu anhu es gemacht hat, Anas ibn Malik. Oder man speist für jeden Tag einen anderen Armen. So wie man machen kann. Und am besten, ja, schreibt man eine Hilfsorganisation an, die sowas anbietet, ja, Ansar und keine Ahnung, Islamic Relief und so weiter, die bieten das alle an für den Monat Ramadan, ja. Al-Fidya heißt das auf Arabisch. Das heißt, wenn jemand chronisch krank ist, dann soll er sich einfach an die Hilfsorganisation wenden und dann kann er dann für den ganzen Monat einen Armen speisen oder halt 30 Arme auf einmal, wie auch immer. Weil Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma hat berichtet, dass es genauso gewesen ist in seiner Zeit, in der Zeit des Sahaba, in der Zeit des Propheten, dass sie für den chronisch Kranken so gewesen ist, dass sie gespeist haben. Jetzt, was ist mit der Frau, die schwanger ist? Und was ist mit der Frau, die stillt? Immer häufig kommt die Frage, wenn eine Frau schwanger ist, wenn sie stillt, was soll sie machen? Soll sie fasten? Soll sie nicht fasten? Ja, was soll sie machen? Hier sagen die Gelehrten, angefangen mit Abdullah ibn Abbas, sie sagen, wenn die Frau Angst hat um sich selber, schwangere Frau, stillende Frau, oder Angst hat um das Kind, dann soll sie das Fasten brechen, dann soll sie essen und trinken. Okay, nochmal. Wenn die Frau, schwangere Frau, die stillende Frau, Angst hat um sich selber, also Angst hat, krank zu werden, schwach zu werden und so weiter, oder Angst hat um das Kind schwach wird, das Kind krank wird, dann soll sie das Fasten brechen. Aber was soll sie machen? Soll sie das Fasten nachholen? Hier sagt Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, sie soll die Fidya bezahlen, das heißt, den Armen speisen für die ganzen 30 Tage. Okay? Das heißt, wenn eine Frau zum Beispiel in den 30 Tagen schwanger ist, in den 30 Tagen stillt und wie gesagt Angst hat um sich selber, Angst hat um das Kind, dann soll sie dann für die ganzen 30 Tage einen Armen speisen. Und die Speise, wie gesagt, ist, wie die Gelehrten gesagt haben, ein Saar, das heißt vier, wie sagt man, so, wenn man zum Beispiel Getreide nimmt, ja, vier Hände voll, ja, und das ist bei uns ungefähr 2,5 Kilogramm, 2,5 Kilogramm, aber wie gesagt, wenn man sich an die Hilfsorganisation wendet, dann braucht man sich gar nicht um sowas Gedanken zu machen, wie viel ist ein Saar, wie viel Kilogramm und so weiter, ja. Das ist eine Sache, die wird unter den Tullab al-Ilm diskutiert, unter den Mashayikh und so weiter, nicht unter den normalen Leuten. Wie gesagt, man weiß, okay, das ist ungefähr 2,5 Kilo und man wendet sich dann an die Hilfsorganisationen, die machen das dann in Schaden. Jetzt, was sind die Säulen des Fastens? Das Fasten hat zwei Säulen. Die erste Säule ist die Absicht. An-Niyya. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَى. Und ihnen, den Leuten der Schrift und den Muslimen auch, wurde nichts anbefohlen, außer dass sie Allah anbeten auf aufrichtige Art und Weise. Das heißt, dass sie ihre Absicht aufrichtig für Allah machen. Und der Prophet sagte auch, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتُ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Die Taten entsprechen den Absichten. Und für jeden gilt das, was er beabsichtigt. Das heißt, dass man die Absicht für Allah tätigt. Erstmal, dass man sagt, ich mache mein Fasten nur für Allah. Dann die Frage, wann macht man diese Absicht? Erstmal natürlich macht man diese Absicht wo? Auf der Zunge oder im Herzen? Herz. Im Herzen, nicht auf der Zunge. Oh Allah, ich beabsichtige. Sowas macht man nicht. Der Prophet hat das nicht gemacht. Wir machen es auch nicht. Das ist eine Bid'ah, eine Erneuerung. Man macht es im Herzen. Allgemein für Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man sagt, ich mache mein Fasten nur für Allah. Alleine. Dann macht man es jede Nacht vor dem Schlafengehen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Man lam yujmi' siyam qabla al-fajri, fala siyam ala. Wer
die Absicht für das Fasten nicht vor dem Fajr hat, für den ist kein Fasten. Jetzt, was ist damit gemeint? Ist sein Fasten gültig? Ist nicht gültig? Ist sein Fasten vielleicht minderwertig? Allahu alam. Ja, auf jeden Fall sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier, dass die Absicht eine Säule ist. Das heißt, derjenige, der keine Absicht hat, er hat kein Fasten. Sein Fasten ist ungültig. Er hat hier gesagt, er hat kein Fasten. Das heißt, jede Nacht, bevor du schlafen gehst, tätigst du die Absicht. Ja? Und die Gelehrten haben gesagt, das beste Zeichen dafür ist, wenn du Suhoor machst. Also wenn du wenn du isst, ja, vor dem Fajr. Hamdulillah. Das ist das beste Zeichen dafür, dass du die Absicht tätigst. Gut, die zweite Säule ist, also jede Nacht, bevor wir schlafen gehen im Monat Ramadan, haben wir die Absicht zu fasten, okay? Dann die zweite Säule ist Al-Imsak, das Zurückhalten. Weil wir haben gesagt, Fasten bedeutet sprachlich, sich zurückzuhalten. Hier das Zurückhalten von allen Dingen, die das Fasten brechen. Vom Fajr bis zum Sonnenuntergang. Vom Fajr, also nicht vom Sonnenaufgang. Manche, wirklich, es gibt Leute, die denken, dass sie essen und trinken dürfen bis zum Sonnenaufgang morgens. Ja? Vor allen Dingen Marokkaner. Ich weiß nicht warum. Ja? Sagen, ich darf doch bis zum Sonnenaufgang essen morgens, oder? Nein, bis zum Fajr. Bis zur Morgenhelle, richtig? Morgenhelle sagt man, ne? Fajr, Morgenhelle. Bis zur Morgenhelle. Und hier aufgepasst. Es gibt manche Kalender, Allahu Akbar, da ist Fajr schon um 2 Uhr oder so. Um 3 Uhr oder keine Ahnung. Achtet darauf, dass ihr wirklich Kalender nehmt, die vernünftig sind. Am besten, ja, zum Beispiel Muslim Pro mit wie viel Grad? 12 Grad war das, richtig? Auf 12 Grad einstellen oder so, ne? Auf 12 Grad war das, ja? Besser so 13. 13 Grad, 12 Grad, 13 Grad. Und dann ist man auf der sicheren Seite. Ja? Anstatt diese Kalender zu nehmen, wo es irgendwo nachts, ja? Allah musta'an. Genauso wichtig zu erwähnen, es gibt manche Geschwister, die sagen Imsak. Die haben so eine Imsak-Zeit. Das heißt, ab der Zeit darfst du nicht mehr essen. Falsch. Das ist nicht vom Islam. Vom Islam ist es, dass du erst mit dem Essen und dem Trinken aufhörst, bis der Fajr ist. Bis der Fajr ist, also das Fajr-Gebet, okay? Dann nochmal wichtig zu erwähnen, es wurde hier gesagt, wir haben gerade erwähnt, von allen den Dingen, die dein Fasten brechen. Warum haben wir nicht gesagt Essen und Trinken? Weil es gibt noch mehr Sachen, die das Fasten brechen, als das Essen und Trinken, okay? Aber wir werden das inshallah gleich erwähnen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Isst und trinkt. Wie lange? Bis, sagt er, bis der weiße Strich vom schwarzen Strich erkennbar ist. Ja? Das heißt, Fajr. Damit ist der Fajr gemeint. Und dann sagt er, ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Nach dem Fajr soll man fasten bis zur Nacht hier wird Nacht erwähnt und damit ist auch Al-Maghrib gemeint. Ja, damit ist das Maghrib-Gebet gemeint. Okay, also die zwei Säulen, die Absicht, dass man die Absicht tätigt, jede Nacht bevor man schlafen geht und dass man vom Fajr bis zum Maghrib sich von bestimmten Dingen fernhält, die das Fasten brechen. Was bringt das Fasten dazu, kaputt zu gehen? Also was bricht das Fasten? Erst einmal, das Essen und Trinken mit Absicht. Also wenn man mit Absicht isst und trinkt. Was ist denn, wenn man das nicht mit Absicht macht? Wenn man aus Versehen isst und trinkt während dem Fasten? Ist das Fasten ungültig? Nein, es ist gültig. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Man nasiya wa huwa sa'imun, fa akala aw shariba, falyutimma sawmah. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَهُ. Wenn jemand fastet und er hat vergessen, dass er gerade fastet, hat dabei gegessen oder getrunken, er soll sein Fasten weitermachen. Er soll weiter fasten, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, denn Allah hat ihn zu essen gegeben und ihn zu trinken gegeben. Deswegen ist gar kein Problem.
Nicht, dass man was bekommt. Ich habe jetzt gerade gegessen, aus Versehen, ich muss mein Fasten jetzt brechen oder keine Ahnung, oder ich muss Tauber machen oder. Das ist gar kein Problem. Wenn man, wie gesagt, ja, gegessen hat oder getrunken hat, man hat vergessen, dann ist das Fasten nicht gebrochen. Hier muss man nochmal sagen, das Essen und das Trinken und alles, was der Nahrung ähnelt, wie zum Beispiel das Rauchen. Bricht das Rauchen das Fasten? Die Antwort ist ja. Warum? Weil es eine Art Nahrung ist. Okay? Genauso Kaugummis. Brechen Sie das Fasten? Sag ich, ich kau doch nur, ich schlucke ja den Kaugummi nicht. Ja? Es bricht das Fasten. Warum? Weil da sind Stoffe drin, ja? Und irgendwelche Sachen drin, die einen ernähren, also die der Nahrung ähnlich sind. Genauso Spritzen, die nahrhaft sind. Es gibt so Vitaminspritzen und so weiter. Nahrhafte Spritzen, die brechen auch das Fasten. Okay? Also, das Essen und das Trinken und alles, was dem Essen und Trinken ähnelt. Alles, was als Nahrung bezeichnet wird. Und natürlich mit Absicht muss man das machen. Dann das Erbrechen mit Absicht. Wenn jemand mit Absicht erbricht, wenn jemand während dem Fasten mit Absicht erbricht, bricht das Fasten. Das heißt, wenn man erbricht und ohne Absicht erbrochen hat, man wollte das gar nicht, dann ist das Fasten gültig und man soll weiter fasten. Ja? Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer sich fühlt, als ob er brechen will, ja, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer vom Erbrechen sozusagen überwältigt wird und halt erbricht, der soll sein Fasten nicht wiederholen. Ja? Der soll sein Fasten nicht wiederholen. Das heißt, er soll ganz normal fasten. Aber derjenige, der das provoziert, der selber, ja, vielleicht einen Finger reinsteckt oder keine Ahnung, ja, der soll sein Fasten wiederholen. Das heißt, sein Fasten ist damit ungültig. Dann Monatsblutung und Wochenbett, wie wir eben erwähnt haben. Das sind auch zwei Dinge, die das Fasten brechen. Dann der Samenerguss. Samenerguss mit Absicht. Samenerguss mit Absicht. Entweder durch Berührung, Kuss oder Hand. Das heißt, Selbstbefriedigung bricht das Fasten. Wenn du deine Frau küsst und dabei einen Samenerguss bekommst, bricht das dein Fasten. Wenn du deine Frau berührst, umarmst, mit ihr kuschelst, keine Ahnung, und dabei einen Samenerguss bekommst, dann bricht das dein Fasten. Deswegen hat Aisha radiallahu anha gesagt, der Prophet hat seine Frauen umarmt und geküsst, während er gefastet hat. Das ist ganz bekannt. Aber sie sagte, er war jemand, der seine Lust kontrollieren konnte. Wer von euch kann das, sagt sie. Wer von euch kann seine Lust kontrollieren, wie der Prophet Muhammad s.a.w. Deswegen sagen die Gelehrten hier, wenn jemand ist, der einen starken Trieb hat und der genau weiß, wenn er mit seiner Frau irgendwie was macht, dass er dann Samenerguss bekommt, der soll sich von seiner Frau entfernen. Ja, der soll auf jeden Fall während dem Fasten sich von seiner Frau entfernen, damit sowas nicht passiert. Genauso Selbstbefriedigung. Ja, wenn jemand das macht, während dem Fasten ist das Fasten gebrochen. Man muss dann das Fasten nachholen. Aber wenn es einfach so passiert ist, dann ist es gar kein Problem. Ja, das bricht das Fasten nicht. Und dann nochmal, der Geschlechtsakt mit Absicht. Der Geschlechtsakt mit Absicht heißt hier, während dem Fasten, tagsüber zum Beispiel, ja, wenn jemand sowas macht, dann muss er das Fasten nachholen und eine Sühne bezahlen. Weil bei dem Nachholen vom Fasten gibt es zwei Arten. Es gibt einmal das Nachholen, was man einfach so macht. Man holt das Fasten einfach nach und dann ist alles okay. Und dann gibt es die andere Art, wo man nachholt, das Fasten nachholt und die Sühne bezahlt. Und das ist genau dieser Fall hier. Wenn man während dem Fasten mit seiner Frau geschlafen hat, ja, mit Absicht, dann muss man das Fasten nachholen und die Sühne bezahlen, die Kafara. Das bedeutet, entweder einen Sklaven befreien
Und ist heute nicht der Fall. Oder man soll 2 Monate durchfasten. Oder man soll 60 Arme speisen. Hier gibt es einen Meinungsunterschied unter den Gelehrten, ob das nach der Reihe ist oder dass man sich aussuchen soll, welche von diesen dreien man machen soll. Die stärkere Meinung, Wallahu alam, ist, dass man sich aussuchen darf. Und ja, zum Beispiel, wenn jemand stark ist, dann soll er 2 Monate fasten. Wenn nicht, dann kann er sich, wie gesagt, an eine Hilfsorganisation wenden. Und dann sagt er, hört mal Leute, ich muss die Sühne abbezahlen, 60 Arme, Bismillah, und dann gibt es einen bestimmten Preis und dann kann man das auch machen, wenn das passiert ist. Aber man soll, wie gesagt, aufpassen. Das ist, wie gesagt, eine üble Art, ja, eine üble Tat, vor allen Dingen, wenn man sowas macht. Dass man während dem Fasten mit seiner Frau schläft. Subhanallah. Ja, nee, die Nacht ist ja, nee, lang. Wenn man mit seiner Frau schlafen will, die Nacht ist lang, subhanallah. Was macht man dann nachts? Ja, nee. Nur tagsüber fällt einem sowas ein. Deswegen der Shaitan ist hinter dem Menschen, hinter dem Gläubigen. Er will unbedingt, dass er deine Ibadah, deine Anbetung kaputt macht. Tayyib. Dann nochmal, als letzter Punkt hier. Wenn du beabsichtigst, nicht mehr zu fasten, dann ist dein Fasten gebrochen, auch wenn du nichts isst und trinkst. Jemand sitzt und denkt so, ich faste nicht mehr. Ja? So beabsichtigt. Ich faste nicht mehr. Dann ist genauso das Fasten gebrochen. Auch wenn er nicht isst und trinkt. Auch wenn er nicht isst und trinkt. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende gelangt. Alhamdulillah, ich wollte jetzt nicht zu viel machen, weil es ein bisschen, ja, viel Input, viele Informationen, die erstmal aufgenommen werden müssen, bearbeitet werden müssen und praktiziert werden müssen, inshallah. Wie gesagt, das sind so im Allgemeinen die Dinge, die man beachten muss. Ja, sehr wichtig, dass wir den Monat Ramadan, ja, vorbereitet entgegentreten. Nächste Woche, inshallah, werden wir das gleiche Thema machen. Ja, dann nur noch mal andere Dinge erwähnen. Also wir werden, inshallah, nächste Woche über die Regeln des Fastens reden, über die Benehmensregeln des Fastens reden. Dann noch mal darüber reden, was erlaubt ist beim Fasten. Das ist auch wieder so eine heikle Angelegenheit für manche. Ja, da kriege ich Fragen von wegen, ja, was ist denn mit Wudu im Monat Ramadan? Ja, was ist denn damit? Ja, Mund spülen. Ich habe gehört, man soll den Mund nicht mehr spülen im Monat Ramadan. Während dem Wudu. Subhanallah. Dann sagt einer, ja, was ist mit Sünden? Machen die mein Fasten kaputt? Was ist, wenn ich an eine Frau denke? Macht das Fasten kaputt? Was ist damit? Was ist damit? So viele Sachen, so viele Fragen. Warum entstehen diese Fragen? Diese Fragen entstehen, weil man sich nicht mit Wissen beschäftigt. Weil man nicht an so welchen Sitzungskreisen teilnimmt. Weil unsere Religion ist eine Religion von Wissen, meine lieben Geschwister. Ich möchte das nochmal betonen. Diese Religion, Al-Islam, ist keine Religion von Märchen. Und ist keine Religion, wo man einfach nur jemanden blind folgt, wie manche denken. Das ist eine Religion von Wissen. Du musst selber lernen. Du bist verantwortlich für dein Wissen, für deine Anbetung. Du kannst nicht am nächsten Tag kommen und sagen, ich hatte kein Wissen, ich hatte kein Wissen. Allah subhanahu wa ta'ala wird dir sagen, du hast die Möglichkeit zu lernen. Warum hast du dich nicht hingesetzt und gelernt mit den Leuten, die gelernt haben? Deswegen sollte man hier, ja, an sich selber arbeiten. Die Tage vergehen. Heute waren wir auf einer Janaza. Ein Bruder ist gestorben, rahimahullah, Abdul Qadir. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sich seiner Seele erbarmen. Bitte mach viel Dua für diesen Bruder. Das ist ein sehr lieber Bruder gewesen. Ein Bruder, der die Sunna geliebt hat, die Dawa geliebt hat. Der hat die Brüder immer unterstützt, die Dawa gemacht haben. Und ist gestorben. Seine Taten sind damit abgeschlossen. Und wir, was machen wir? Die Tage vergehen. Die Wochen vergehen, die Monate vergehen, die Zeit vergeht und wir sind immer noch so, wie wir sind. Nein, du musst dich hinsetzen und diese Regeln lernen. Viele von uns, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden gefragt hätte von euch, nenn mir alle Dinge, die man beachten muss beim Fasten. Oder nenn mir die Dinge, die das Fasten brechen. Vielleicht hätte man 2, 3 Sachen erwähnt und dann den Rest Allah alam. Oder nicht? Deswegen, man erfrischt auch das Wissen. Auch bei den Schülern des Wissens. Auch die Tullab.
Man soll nicht denken, der Talib al-Ilm ist ein, oder der Alim, selbst der Gelehrte, dass das Leute sind, die 100% Wissen haben. Sie sind auch nur Menschen, die vergessen. Ja, es gibt Themen, wenn du einen Talib fragst, sagt er, uff, boah, das hatte ich vor 5 Jahren im Unterricht gehabt oder so, ja. Das hatte ich damals vor 10 Jahren gehabt oder so, ja. Ich muss das nochmal recherchieren, nochmal erfrischen. Genauso ist das allgemein so, dass man sein Wissen auch immer wieder erfrischt, dass man Wissen aneignet und nicht nur das dabei belässt, sondern dass man das Wissen immer wieder erfrischt. Okay, das war's dazu. Wie gesagt, nächste Woche werden wir über die Regeln des Fasten reden, über die Benimmregeln, was ist erlaubt beim Fasten, ha? Und dann nochmal über ein paar Fatawa reden. Ich werde nächste Woche inshallah aus einem Buch zitieren, ein Fatawa-Buch, also Rechtssprüche der Gelehrten, wo verschiedene Fragen aufkommen, die die Gelehrten beantworten bezüglich dem Fasten. Es gibt viele Fragen, ne? Was mit Insulinspritze, was ist mit Asthma-Gerät, was ist damit? Was, diese Fragen werden wir inshallah nächste Woche explizit behandeln. Ja, wie gesagt, wir machen dann eine extra Sitzung dafür, dass wir so die wichtigsten Fragen durchgehen, dass man weiß, okay, vielleicht machen wir auch eine Videoreihe dazu, ne? Frage, ne? Und dann werden wir das auch nochmal posten. Wie gesagt, der Vortrag wird auch inshallah online kommen, auf Facebook sowieso, auf YouTube. Und dann können wir das auch inshallah an die Geschwister verteilen, dass sie inshallah ein bisschen Wissen aneignen bezüglich dem Fasten. Barakallahu fikum, hadha wallahu alam. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.